Aber vielmehr möchte ich euch sagen, dass derjenige, der nicht betet, in Jahannam reinkommt. Durch die Verse Allahs Azzawajal, als Beweis sind die Verse Allahs Azzawajal genüge für uns allesamt. Am Tage der Auferstehung werden die Leute im Paradies fragen. Sie werden fragen nach den Verbrechern, die in der Hölle sind. Und sie werden sie ansprechen. Und sie werden fragen, Ma salakakum fi Saqar? Allah sagt es im Koran. Was hat euch in Saqar? Saqar ist eine ganz tiefe Schlucht in Jahannam. Und die werden die Leute fragen, die Höllenbewohner fragen, was hat euch in Jahannam reingebracht? Was ist der Grund dafür, dass ihr in Jahannam drin seid? Qalu lam nakum min al-musallin. Sie werden antworten, wir haben das Gebet nicht verrichtet. Wir haben das Gebet nicht verrichtet. So ist dieser Vers ein ganz klarer Beweis, dass Allah uns sagt, derjenige, der nicht betet, er kommt in die Hölle. Ich will nicht darüber diskutieren, ob der für die Ewigkeit in der Hölle landet. Oder für ein Jahr oder für eine Sekunde. Aber Wallahi, wir haben alle Angst vor der Hölle. Wallahi, wir können das Feuer nicht aushalten. Wir können auch nicht mal das Feuer der Dunya aushalten, des Diesseits. Wie sollen wir dann das Feuer von Jahannam aushalten können?